Wo ist unsere Kugel hin und wo sind die Gegner? Ach, dahinter sind noch Gegner. Hä? Ach, die Gegner kommen hier runter. Ah, okay. Warum ist unsere Kugel weg? Hey, wieso ist unsere Kugel weg? Du vermisst die Skylanders-Zeit. Wieso? Wir haben doch jetzt wieder Skylanders-Zeit. Da gibt's doch nichts zu vermissen, Mensch. Wir haben doch hier so schöne Action haben wir hier wieder mit Skylanders. Die kann man ja auch wieder spielen, die Spiele. Der Whitey ist ja auch momentan wieder ganz fleißig dabei, die Skylanders-Spiele zu spielen. Auf Twitch und auch auf YouTube. Also wenn ihr noch mehr Action wollt. Ich bin deine erste Wahl. Ist der Whitey eure erste Wahl? Wie er schon sagt, geht der Funback. Den hat der Whitey garantiert auch. Der hat auf jeden Fall noch mal mehr Skyline als ich. Die Kugel ist beim Wasserspeicher. Ach, die war da sogar gerade noch, die Kugel. Hä? Hab ich die gerade... Hä? War die echt noch? Oh, die Kugel ist beim Wasserspeicher. Ja, Chat, ihr habt recht. Natürlich, ihr habt wie immer recht. Ihr seht wieder mehr. 200 Augen sehen mehr als 2 oder so. Keine Ahnung. So, jetzt mal hier rüber. Schon mal hier rüber. Ah, nein, 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 nein. Da geht's weiter. Sehr gut. Na, Whitey ist morgen auch wieder mit dabei, wenn wir Mario Kart spielen, auf jeden Fall. Wird er wieder die eine oder andere Runde hoffentlich mit uns drehen hier. Bin ich müde? Nee, also am Anfang vom Stream war ich tatsächlich müde, aber mittlerweile bin ich eigentlich wieder fit, muss ich sagen. Gerade eben bin ich jetzt so wieder wach geworden, so. Wenn man hier länger dabei ist und so motiviert ist und redet und mit euch hier am Start ist, dann bin ich tatsächlich wieder wach geworden. Ich glaube, man muss bloß diesen Punkt an Müdigkeit überwinden. Der Chat hat immer recht. Außer es geht darum, dass ich irgendwie nicht in Gesangsmodus oder Wortbands einführen soll. So, läuft bei mir. Ich trinke noch einen Schluck und hole mir einen Seemannshut. Na, der passt doch zu unserem Fischkopf hier. Nein, ich wollte ihn doch aufsetzen. Ach Mann, ich wollte ihn aufsetzen. Aber gut, der Hut ist eh besser. Das ist das Problem, wenn man sich bückt, weil man nochmal hier neues Wasser nachschenken muss. Aber kein Problem, dann geht's halt mit Hut weiter. So, wunderbar. So, was müssen wir hier machen? Einmal hier hochgesprungen. Ah, noch weiter gesprungen. Sehr gut. Den Tama, herzlich willkommen. Isard KAC, herzlich willkommen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal alles geholt. Oder? Oh, da seid ihr ja. Die Himmelspiraten haben mich hier eingesperrt. Es scheint ein Tor zu einer mystischen Lagune zu sein. Da drin soll es auch einen Hut geben, aber das geht mich nichts an. Jo, da waren wir auf jeden Fall drin. Hier sind noch ein paar komische... Greifen die uns an? Ja, natürlich greifen sie uns an. Wie könnte es anders sein? Ey, ihr greift uns nicht weiter an, habe ich gesagt. Da greifen sie uns einfach an. Was fällt ihnen ein? Unerhört. Wal nicht gleich Fisch. Aber es ist ein Walhai hier. So. Oder habt ihr schon mal einen Wal mit solchen Zähnen gesehen? Einen normalen. Okay, ich glaube, wir müssen... Dieser Bereich da drin, der ist echt tatsächlich ziemlich groß von dem Boot. Wechseln wir mal hier kurz den Skylander. Nachdem wir so viel Wasser hatten, wird es doch mal Zeit für ein bisschen Feuer hier, oder? Ich finde, es wird Zeit für ein bisschen Feuer. Brandheiß. Aber alles ein Säugetier, eben. Und kein Fisch. Okay. Achso, jetzt sind wir wieder... Ach, wir sind wieder oben rausgekommen. Ah, okay. Ich dachte, okay. Wir sind wieder oben rausgekommen. Na dann gehen wir rüber und gehen runter zum Geschütz, da wo wir hin sollen. Genau, Hothead spielen wir jetzt. Nicht Hothead, wie ich ihn am Anfang immer genannt hatte, weil ich nicht so intelligent genug war, es zu lesen hier. So. Soll ich denn sterben hier? Nee, ich sterbe hier nicht. Kein Bedarf. 5 Kanonenschüsse müssen wir jetzt sogar schon abschießen. Oh nee, es werden nicht weniger. Ist auch noch eine dritte Runde. Bin gar nicht so sicher, ob wir da... Oh, komm, darüber. Darüber geschossen. Das war noch nicht alles. Hab ich schon mal eine Wale auf 2 Beinen gesehen? Du nicht? Oh, was zum... Was ist das? Nein, sie haben den Todesstern. Sie haben den Todesasteroiden oder so. Oh, immer auf die zuerst schießen, die sich umdrehen, weil die schießen dann zuerst auf uns hier. Außer die da, die schießen direkt auf uns. Ah! Herz. Oh, nein. Herz, bleib da. Oh, shit. Doch, wir haben das Herz noch bekommen. Ja, wir haben das Herz noch bekommen. Sehr gut. Hier ist auch schon das nächste Kanonenboot. Du hast auch Skyline vom ersten und zweiten Teil. Das ist gut. Oh, shit. Oh, shit. Ey, hört ihr mal auf. Die schießen von allen Seiten gleich. Oh, das war fies. Da haben sie ganz fies von der einen Seite gekommen. Oh, nein. Oh, nein. Die sind fies. Die sind richtig fies hier. Schieß doch auf das Herz drauf, Mensch. Wieso schießt du denn nicht auf das Herz drauf? Für was? Also,
Mehr kann ich... Nö, schieß einfach nicht drauf aufs Herz. Mach da einfach nicht. Ja, dann habe ich auch keine Chance, wenn du hier nicht aufs Herz drauf schießt. Dann wird es schwierig für mich. Da musst du schon drauf schießen auf das Herz, sonst habe ich keine Chance hier. Sonst werde ich hier gleich bitterlich weinen und drauf gehen. So, ein Boot müssen wir noch killen. Oh nein. Oh nein. Hoffentlich kommt jetzt hier gleich die Mega-Laser-Attacke. 7 Lebensenergie haben wir noch. Oh Gott, schaffen wir das Boot zu killen. Oh, Lebensenergie. Oh Gott sei Dank. Komm, jetzt schaffen wir es. Oh, nee, nicht schon wieder so viele von euch. Warte mal. Aber bevor die hier kommen, machen wir sie kaputt und dann gehen wir direkt auf den hier. Und wenn wir den dann kaputt gemacht haben, dann haben wir es geschafft. Oh, so, haben wir geschafft. Oh, Gott sei Dank. Gewinner, überlebe den Angriff. Oh, Junge. Ich habe ein weiteres Schlachtschiff entdeckt und es ist riesig. Komm hier rauf, schnell. Alles klar, der Heldenspieler ist Rabonent geworden. Vielen Dank dafür. Herzen in den Töpfe ihn. Hey, ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir das Blatt wenden und du ihr Schiff enterst? Ich werde jetzt einmal wenden und dann kannst du diese Fieslinge überraschen. Boah, das ist mal ein Schiff. Das ist mal ein Schiff hier. Uiuiuiui. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall einiges zu tun auf dem Schiff, glaube ich. Uiuiuiui. In dieser Zone sind Skylander des Gespensterelements stärker. Das gespenstische Schlachtschiff. Vielleicht wollte ich noch gar nicht nach oben fahren. Wollte eigentlich noch gucken, was da unten weiter ist. Ach cool, diese bootsenteren Sachen hier gefallen mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Oh, komm mal her. Ihr müsst leider etwas Feuer fangen hier, Kollegen. Feuer und Flamme seid ihr. Oh shit, Hotshot, geht mir jetzt schon wieder drauf. Machen wir noch mal ein bisschen Auge hier. Ich werf mein Auge auf dich. Das Kapitel wird doch so anstrengend. Ist das jetzt eigentlich ein eigenes Kapitel hier, diese Bootseroberung gerade? Oder kommt da, ist es noch nicht das... Oder kommt da jetzt noch ein Artikel? Oder ist das wirklich das komplette... Ist das Bohrer-Level dann quasi nochmal was anderes? Ich hab mir schon wieder gegen Geisterpiraten, ey. Mann. Das war's mit den 100%. Ja, ich glaube auch, das ist das mit den 100%. Also wenn es da unten wirklich... Ich wollte halt eigentlich da runter noch was gucken. Was können wir eigentlich mit der Kanone hier machen? Wollen die nicht so kaputt machen? Nee, da brauchen wir eine Bombe, um die kaputt zu machen. Nein, du sollst nicht deine Augen rum... Hey, warum guckst du nicht, ob du hier irgendwo eine Bombe findest? Oh, das sagst du so leicht. Warte mal, muss ich die Gegner dazu bringen, da drauf zu werfen auf die Bombe? Ah, da kommen unsere kleinen Gegner, die müssen hier drauf werfen wahrscheinlich auf die Bombe. So, hau mal her. Hau mal deine Bombe her. Hau mal hier ein bisschen Bombenstimmung hier. Komm. Das reicht aber nicht, der trifft nicht bis hierhin. Ich glaube, wir müssen erstmal die Gegner weiter angreifen. Hey, warum guckst du nicht, ob du hier irgendwo eine Bombe findest? Und nachdem er das so oft sagt, glaube ich... Wenn man das so oft sagt, müssen wir vielleicht doch hier irgendwo den Typen hier dazu bringen, seine Bombe hier drauf zu werfen. Aber wir stehen halt immer im Weg, das geht ja nicht. Wir müssen kurz weggehen auf jeden Fall. Mein Stream überzieht schon wieder, wie kann er nur? Ich bin Marvin Geil. Nee, ich bin zwar nicht Marvin, aber trotzdem hallo an dich. Komm doch her, Mensch. Ach, jetzt lässt er sie mal fallen, die Bombe. Ah, okay. Alles klar, jetzt hat's geklappt, jetzt haben wir die Bombe bekommen, jetzt können wir hier wieder Bombenstimmung verbreiten. Ausgezeichnet. Eyebrow hat Auge auf 100% gemacht, ja. Hat schon wieder gelurrt hier. Nein, ich will da wieder runter, Mensch. Da unten war bestimmt was. Ah, Mann, ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Da muss doch was gewesen sein. Wieso fährt denn der... Vor allem... Grrr. Das ärgert mich, wenn ich nicht wieder zurück kann. Warum fährt der noch runter, Mensch? Ja, genau. Ach, Drabu. Genau, sagt der Whitey auch immer, habt ihr recht. Ach, Drabu. Propelleranlage. Ah, Mann. Genau, was fällt mir überhaupt ein, hier zu überziehen? Frechheit. Was hat mir das gerade gebracht? Haben wir da gerade irgendwas... Ah, jetzt kommen wir hier weiter, okay. Springen wir vor, jetzt aber nochmal hier rüber. Oh, nee, da geht's, glaube ich... Ach, da können wir vielleicht noch runter... Ah, da können wir noch runter. Da können wir, glaube ich, noch runter. Oh nein. Oh, ups, oben bleiben. Oh nein. So, hier können wir doch runter, oder? Nein, da können wir nicht runter. Okay, ich habe verstanden, wir können da nicht runter. Ich hab's ja verstanden, wir können da nicht runter. Spiel, du hast es mir wahrlich gezeigt, dass man da nicht runter kann. Wo müssen wir hin? Ah ne, wir müssen erstmal dahin. Okay, wir müssen erstmal dahin. Erstmal zur Pizza, eigentlich logisch. Erstmal Pizza holen gehen. Und dann müssen wir hier diesen Kampf hier auch noch gleich. Oh shit. Oh, ne, ich hasse die Dinger jetzt schon. Oh, geh einfach weg. Okay, wir nehmen nochmal jemand anderen hier.
Nehmen wir nochmal hier. Gar nicht mal so einfach hier die Stelle. Skylander wechseln. Trigger Happy wirst du haben. Entschuldigung. Trigger Happy. Ah, kommt sofort. Trigger Happy kommt sofort. Ich hab's sogar geschafft, noch rechtzeitig, bevor der andere runterkam. Kein Gold, keine Ehre. Ja, nee. So, auf dem Drachenturm sind wir hier. Ja, wunderbar. Im Drachenturm habe ich mir jetzt auch irgendwie. Oh, shit. Oh, oh nein. Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen hier. So, ist gut, dass der. Oh, shit, ey. Was hält denn der bitte schon aus, der Kollege hier? Fies, 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 fies. So, die beiden haben wir besiegt. Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, 17 Lebensenergie. Hui, hui, hui. Mann, Mann, die halten alle nichts aus. Die sind alle zu wenig geskillt hier. Gibt's doch nicht. So, nochmal den Gil Grunt hier draufhauen. So, Rüstung hat er schon mal keine mehr. Oh, wieso tun hier unsere schönen Enterhaken immer von denen abprallen? Achso, der hatte gerade den Schildmodus an, glaube ich. Der war gerade im Schildmodus. Oh, Hilfe, was passiert hier? Oh, wir können hier Bombe werfen. Machen wir Bombe hier. Ah, shit, das tut die normalen Gegner, tut das gar nichts. Tut die gar nicht verletzen, die normalen Gegner. Ich dachte, die Bombe tut auch die normalen Gegner verletzen. Aber da habe ich mich doch ein bisschen zu sehr gefreut. Schön knusprig. Nein, Mensch, Drabo-Emote soll ich machen. Ich kann leider nicht, Ach, du meinst, dass das dann hier im Stream als Bild kommt, oder was? Nee, da bin ich kein Freund von. Ich finde das immer ein bisschen störend, wenn da irgendwas im Stream so rumfliegt. Deswegen, die Einblendung von Abonnenten und so, okay. Ich habe auch extra keine GIFs drin oder so, wenn neue Abonnenten kommen oder so, weil ich das immer so ein bisschen störend finde. Wenn man sich so einen Stream anschaut und da irgendwie da alles einem um die Ohren fliegt gleich, das kommt da so da, weiß nicht, so da. Keine Ahnung, finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Oh, können wir die Kollegen hier nicht noch ein bisschen wegbomben? War nicht so ganz effektiv, glaube ich. Sag mal, ach, wieder ein weniger. So, die zwei Geschütze haben wir schon mal zerstört. Das macht unsere Sache auf jeden Fall leichter. Aber das war noch nicht alles. Meint ihr, Grill mag Sushi? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Vielleicht vegetarisches Sushi. Es gibt ja auch vegetarisches Sushi. Vielleicht mag er das ja. Au. Oh. Das könnte ich mir vorstellen, dass er damit vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann. Yeah. Da steht hier, mehr anfangen wegen Fisch und so. So, damit ist das Tor jetzt auch geöffnet. Das heißt, wir können... Oh, da unten sind... Oh, unten sind auch noch mega viele Gegner. Sollten wir auf jeden Fall auch nochmal runterschauen. Wir gucken erstmal hier nach unten, weil ich glaube, nach oben müssen wir weiter. Uiuiui, was ist das hier schon wieder? Mit den Kollegen hier. Die lassen es hier auch schon wieder vom Himmel regnen. Ich glaube, es wird gleich mal wieder Zeit hier für einen anderen Skylander. Und zwar für... Oh, wo ist er denn? Da ist er. Es ist Zeit für... Es ist Crush Hour. Genau, es ist Crush Hour. So, jetzt wird der Hammer ausgepackt. Der Hammer, die Gegner gleich besiegt. Außer sie haben den Schild. Oh, Crush Hour kann sogar... Crusher kann sogar nochmal aufsteigen, sehe ich gerade. Er ist sogar erst Stufe 13. Bis Stufe 15 geht's, ja. So, die sind echt fies. Die sind richtig hartnäckig, diese Gegner mit den Schilden. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir nach oben oder nach unten müssen. Wo ist Jackie Chan, ja? Bei Crush Hour bräuchten wir wirklich Jackie Chan. Aber leider ist nicht da. Mein Lieblings-Skylander ist auf jeden Fall... Spyro. Oh, ich hasse diese blöden Propeller, ey. Die machen mir immer viel zu viel Schaden. Ich weiß aber echt nicht, ob wir nach oben oder nach unten müssen. Müssen wir nach oben oder müssen wir nach unten? Was sagt der Chat? Müssen wir nach oben oder unten? Der Chat sagt Hi. Hi auch. Also oben, sagt der Chat. Okay, also unten geht es dann weiter, weil es dann ins Boot reingeht. Unten, rechts, links. Ach, nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Spyro ist natürlich anwesend. Das ist gut. Das ist natürlich gut. Okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was der Chat mir mitteilen möchte. Links. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Ich tue jetzt einfach mal hier weiterlaufen. Oh, das Ding ist schneller als wir, oder? Ah, nein, das war dumm. Das war nicht gut. Oh, Gott sei Dank, wir sind oben angekommen. Und nicht noch mehr von denen. Ah, da ist... Ach, der Händler ist da. Oh, nee, dann müssen wir es zumindest lebendig noch zum Händler schaffen. Das ist bestimmt noch jemand, der Himmelstein spielen möchte, oder? Irgendjemand von euch möchte doch bestimmt Himmelstein spielen. Du brauchst da den Luft-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. So, erstmal... Schön, dich wiederzusehen, ja. Skylander. Ich dachte mir, ich ziehe mich hierhin zurück. Siehst du etwas, das dir gefällt? Jo, weiß ich noch nicht, ob ich was sehe, was mir gefällt. Wir gucken einfach mal rein. Chompy-Mampf, meine Heldenherausforderung. Okay. Eine Generalsmütze. General Drabu zu Diensten. Held mit Helm mit Spitze holen wir uns ja auch noch. Und ein Chompy-Bot 9002, neuer Himmelstein. Okay. Okay, warum nicht? So.
Jumpy-Mampfen. Warum nicht? Gönnen wir uns alles hier. Solange wir noch ein paar Steine haben, werden wir sie nehmen. So, hier brauchen wir jemanden vom Windelement. Wie gut, dass wir einen Wirbelwind hier haben. Wirbel der Wut! Für Himmelstein läuft noch die Vorhersage. Ja, ja, ja. Die Frage ist natürlich... Vorsicht vor dem Wind. Ja, das Level machen wir noch zu Ende auf jeden Fall hier. Das wird heute das letzte Level sein, was wir noch machen. Aber das machen wir zu Ende. Als unser irrer Pilot das Schiff gewendet hat, bin ich rausgefallen und hier gelandet. Du kannst dir das gerne ansehen, aber mir ist es viel zu wolkenartig. Okay. Scheint sehr wolkenreich zu sein. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Noch ein Level spielt danach nicht, wenn es hier keinen Himmelstein gibt. Auf dem Boot kann man doch auch Himmelstein spielen, oder? Gegen irgendwen kann man doch auf dem Boot Himmelstein spielen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Doch, gegen diesen Piratentypen. Gegen den kann man, glaube ich, auch auf dem Boot Himmelstein spielen. Müsste auch auf dem Boot gehen. General Kenobi, genau. Hat der eigentlich eine Generalsmütze auf? Das sind die wahren wichtigen... Ja, auf dem Boot geht auch, okay. Also falls wir hier jemanden finden, dann finden wir auf jeden Fall auf dem Boot noch jemanden. Den wir Himmelstein spielen können. Müssen wir runter, dann müssen wir hoch. Geht's erstmal runter hier, weil hoch kommen wir immer noch wieder. Ja! Oh, ein legendärer Schatz! Ein legendärer Schatz! Auf dem Boot kann man sehr gut. Einen legendären Touch haben wir auch gefunden für unser Boot, wenn man vom Boot spricht. Ich hab beim Boot. Der dicke Crusher sitzt im Boot. Er fürchtet keine Hungersnot. So, da müssen wir hoch. Und dann nochmal, nein, nicht dahin, sondern hier rüber fliegen wir mit dem Wind. Gone with the Wind oder so ähnlich. Komm doch weg hier, du Zyklop hier. Ein Gollum-Schatz? Ja, fast. Fast. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, das ist genau das Motto dieses Streams heute. Nee, bis zum Ende dieses Levels und noch viel weiter. Und weg. Also es ist ein sehr abwechslungsreiches Level, muss ich sagen, mit dem Boot. Dadurch, dass man hier dann immer noch in diese anderen Gebiete reinkommt. Also ich finde das extrem cool, das Level bis jetzt, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Kann ich verstehen, dass der eine oder andere sagt, das ist eines der besten Level, weil es hat echt extrem viel Abwechslung, weil man halt dauernd in diese anderen Gebiete noch reinkommt und so. Richtig cool. Also mir gefällt es bis jetzt doch eines der coolsten Level bis jetzt. Vor allem die Geisterpiraten. Hallo Geisterpiraten. Nur diese komischen... der Wind of Change, ja genau, der kommt jetzt hier. Die Geister. Was mich ein bisschen nervt, sind diese Propeller. Die sind ein bisschen nervig. Weil die halt mega viel Lebensenergie abziehen, wenn man so blöd ist und da reinläuft wie ich. Hey, mach mal wieder deinen blöden Angriff hier. Dankeschön. Oh, der andere Bogenschütze. Der Bogenschütze ist runter. Das ist gut. Aber wir heilen hier, glaube ich, auch die ganze Zeit, weil wir hier mit unserem Element Vorteile haben, wenn ich das richtig sehe. Ah, ne, wir machen nur mehr Schaden. Doch, jetzt haben wir gerade einfach wieder geheilt. Ich glaube, wir heilen auch hier. Machen beides quasi. Oder macht es unsere Attacke? Ich glaube, auf jeden Fall heilen wir. Wenn Drabostream mein Schatz wie der Ring wäre, Gollum mein Schatz. Oh, alles klappt. Ja, bald kannst du es ja haben. Also wenn wir dann Gollum spielen, wir spielen ja dieses Jahr noch das Gollum-Spiel, das rauskommt auf jeden Fall hier im Stream. Dann kann man das quasi kombinieren oder so. So, einmal noch da hochgesprungen. Und da können wir auch schon den nächsten Schalter aktivieren. Ah, und damit können wir sogar direkt runter teleportieren. Oh, nice, wir müssen jetzt immer zurücklaufen. Maurab, herzlich willkommen als Trabo-Follower. Oh, da oben kriegen wir was für... Haben wir die? Ich glaube, die haben wir gar nicht, oder? Ist das ein Genie? Nee, hä? Wer ist denn das? Ich bin mir gerade nicht sicher, wer das hier... Ey, der konnte uns noch... Ey, der konnte uns schlagen und wir konnten uns nicht wehren, ey! Fright Rider? Wer ist Fright Rider? Die hauen uns die ganze Zeit, wir sterben hier. Oh mein Gott, die hat ein Reittier, was ein... Keine Ahnung ist. Was ist das für ein Reittier? Ist das ein Strauß, ein Geisterstrauß? Ey, die bringen mir hier meinen Whirlwind um, ey. Guck mal kurz mal nicht hin und dann bringen die hier einen unseren Whirlwind um, ey. Glaub's ja nicht. So, der bleibt nur eine Weile liegen. Da kann man ihn immer so super treffen. Aber wir können auch einfach hier runterhauen und dann von oben angreifen. Das ist natürlich auch eine super Taktik. Da versucht wieder hochzukommen. Aber nicht mit uns. Okay, wir können ja auch nicht von hier oben. Okay, wir müssen wieder runter.
Jetzt kommt wieder der Mega-Angriff, wo er mega zuhaut. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. KFC für Untote, ja, so in etwa. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, dieses Boxen ist fies. Ja, jetzt hat er sich niedergelegt. Jetzt können wir ihn auf jeden Fall richtig Schaden machen. Das muss es sein. Ja, das war's auch für ihn. Den haben wir nun erledigt. Okay, und ich glaube, hier haben wir alles gefunden. Nee, haben wir nicht. Hier ist noch ein... Oh, war das knapp? Oh, das Rad hätte ich fast übersehen hier. Da wäre dann aber gutes Rad teuer gewesen. Uiuiuiui. Wenn einem langweilig ist, gibt es nur eine Lösung. Drabostream. Das klingt wie so eine Waschmittelwerbung. Wenn Ihnen langweilig ist, dann abonnieren Sie jetzt den Drabostream. So, du hast ein neues Glücksrad gefunden. Sehr gut. Gesundheitsrad. Vielleicht auch nicht so verkehrt, nachdem wir hier die ganze Zeit ganz schön draufkriegen hier mit unseren Skylandern. Kommt heute noch ein Himmelsteinspiel, auf jeden Fall. Das kann ich euch garantieren. Heute kommt noch ein Himmelsteinspiel und Flextendo ist jetzt auch mit am Start. Der ist heute auch hier noch hergekommen. Das freut mich, dass du um diese Uhrzeit noch den Weg auf meinen bescheidenen Twitch-Kanal gefunden hast. Die lacht so. Ich hab nur gemacht, was sie macht. Ist nicht seltsam. Okay, wir nehmen sie doch nochmal runter hier. Dann wird mir ein bisschen zu gefährlich mit ihr hier. Mit der Dame. Der Drabostream. Fast so gut wie Soda-Stream. So ähnlich. Ich bin kein Soda-Stream-Fan, das ist das Problem. Also, ich habe sogar einen Soda-Stream. Also, nicht Soda-Stream an sich. Das Ding ist super auf jeden Fall, wenn man Sprudelwasser mag. Ich mag nur kein Ich mag nur kein Sprudelwasser, das ist mein Problem. Deswegen kann ich mit dem Soda-Stream auch nicht so viel anfangen. Oh, ja, alles rausholen, was wir an Skylander haben. So langsam gehen uns die Skylander aus. KFC ist schweineteuer. Ja, eher chickenteuer oder so. Oh nein. Oh, weich doch mal aus, Mensch. Gott, haben wir denn einen, der ausweichen... Oh Gott. So habe ich das nicht gemeint mit dem Ausweichen hier. So, jetzt hier angreifen. Nee, der bringt das nicht. Der ist zu langsam gegen die Kollegen hier. Oh, weg. Oh, die können immer nicht entkommen hier. Die sind zu langsam. Da brauchen wir hier nochmal den Fischkopf. Das ist echt das krasseste Level bis jetzt. Was mache ich schon wieder, ja. Sprudel ist auch zu teuer, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was die kosten. Aber die kosten auch ganz gut, diese Sprudelflaschen. Aber wie gesagt, da ich nur ganz selten da mal eine brauche, weiß ich das gar nicht. Boah. Weil ich ja quasi dann immer nur mal, wenn irgendwie Freunde da sind oder so, Sprudelwasser überhaupt mache. Deswegen benutze ich das Ding echt fast nie. Du trinkst nur mit Kohlensäure, machst es gar nicht ohne. Echt jetzt? Gott, wie hält man denn das aus? Also ich trinke schon auch mal mit Nein, eigentlich trinke ich nie mit Kohlensäure. Nee, eigentlich nicht. Weil dann muss ich immer rülpsen und das ist nicht so cool. Also ich kann auch so rülpsen, ohne dass ich Kohlensäure trinke. Werde ich euch jetzt nicht vormachen, aber ein bisschen Niveau haben wir schon noch. Selbst um 21:47 Uhr haben wir noch ein bisschen Niveau heute. Genau, also du musst dann die Challenge machen, einen Monat lang nur stilles Wasser. Genau, kennen Sie das? Es ist Montagabend und Ihnen ist langweilig, dann schauen Sie jetzt den Drabostream. Der Drabostream ist unterhaltsam, spannend, interaktiv und kostenlos, also schalten Sie jetzt ein. Drabostream. Ihr habt super Werbesprüche. Gil ist OP gegen die großen Dinger. Echt jetzt? Dann holen wir Gil nochmal hier. Gilderoy Lockhart. Bitteschön. Fürchte den Fisch. Das Niveau wird hier immer oben gehalten. Fürchte den Fisch. Ah, oh, der hat sogar die Generalsmütze hier auf. Jetzt kriegt er eine neue Mütze aufgesetzt. Ah, nee, das ist der falsche. Das ist der schon fast tot ist. Wir wollen den anderen haben. Wahrscheinlich ist der gar nicht so stark, der Gilgrunt, der andere. Wo ist er denn? Ah, da hinten läuft's doch. Da hinten sehe ich das Wasser hier. Fürchte den Fisch. Beste Werbung, ja. Definitiv. So, dann mal hier nach oben. Oh, das sieht farblich auf jeden Fall passend zu ihm aus. Ach, das war der... Ah, wir haben alle Hüte gefunden. Sehr gut. Den Nofretete-Hut. Aha. Ägypten, Pharaonen und so. Sagt euch was. Da kommt Nofretete her. Das Ding sieht in echt aber auch ein bisschen anders aus. Okay. Okay. Da haben wir das auch gleich schon geschafft hier, den Bereich. So, nochmal hier rüber. Und... In dieser Zone sind Skylander des Gespensterelements stärker. Wobei man sagen muss, man verpasst, glaube ich, bei dem Level hier verpasst man echt viel, wenn man nicht die passenden Elemente hat.
Also bei den anderen Leveln war das zwar auch manchmal, aber nicht so krass wie hier. Also hier ist ja echt so, wenn du hier nicht aufpasst, dann ist das ja echt übel. Oh, Gott sei Dank. Ey, wieso sind hier wieder neue Gegner? Die haben wir doch vorhin schon besiegt. Dafür sind unten keine Gegner mehr. Gespenstisches Schlachtschiff auf jeden Fall ist hier. Ja, ja. Geht ruhig weg, geht ruhig weg. Flieht, ihr Narren. Flieht, ihr Narren. Das hatten wir gestern erst im Stream. Flieht, ihr Narren. So, weg sind sie geflohen. So, die sind auch... Da waren doch schon mega viele Gegner hier unten. Wo sind denn die alle hin? Sind die alle nach oben gekommen inzwischen durch? Oder sind die, haben die alle freiwillig aufgegeben und sind vom Schiff gesprungen oder so? Noch habe ich keine logische Erklärung dafür. Aber es wäre irgendwie auch seltsam, wenn wir hier jemanden finden, der Himmelstein gegen uns spielt, oder? Ja, stimmt. Immerhin braucht man nur das Element und nicht wie fast jedem anderen Skylander jemand mit diesen Element, also den speziellen Charakter. Bei Swapforce waren ja sogar Tore dabei, wo man zwei Elemente brauchte. Wir haben alle Schatzkisten gefunden. Oh, ich glaube, wir haben alle Hüte und alle Schatzkisten. Und wir haben auch diese... Und wir haben den legendären Schatz gefunden. Und wir haben auch dieses andere Kugeln. Ich glaube, wir haben sogar die 100% hier. Irgendwo muss hier noch ein Gegner sein. So. Du nimmst zweimal Katzenfutter. Gar keinen Bock auf Homeschooling. Echt, ist Homeschooling so schlimm. Ich hab heute nur gehört, ich habe nur gelesen hier im Chat, dass mir hier geschrieben haben, dass es mit der... Wo sind denn noch Gegner hier, bitteschön? Dass es mit der Verbindung bei ihnen überhaupt nicht geklappt hatte. Mit der... Irgendwo schießt noch jemand. Nee. Mit der Internetverbindung, dass deswegen das Homeschooling irgendwie ein bisschen schwierig war. Bei Swapforce konnte man aber auch zwei Figuren benutzen. Das stimmt, ja, ja. Das fand ich bei Swapforce extrem cool eigentlich, dass man diese Figuren quasi kombinieren konnte. Das war echt eine richtig coole Sache. Da haben sie echt eine richtig coole Idee gehabt. Ich habe den Flügelsaphir verpasst. Nein! Wie kommen wir da rein? Hier ist niemand mehr. Das ist leider ein Bug, da müssen wir das Level leider beenden, glaube ich. Ich habe Skylanders kaputt geschafft. Yay! Genau. Er sieht gestochen scharf aus. Ja, Himmelstein hätte ich auf jeden Fall noch gespielt. Keine Sorge. Himmelstein spielt... Das wird ja noch zu... Also ich habe gesagt, wir spielen heute noch Himmelsteine. Da bleibt es dabei. Da bleibt es definitiv dabei. Ist automatisches Speichern. Jetzt die Frage. Wenn ich jetzt in das Level wieder reingehe... Wenn ich jetzt mit Flynn sprechen würde, würden wir dann quasi in dem Level wieder starten oder müssen wir bis zu dem Level auch wieder hinspielen? Neuer. Okay, das Level muss man echt neu anfangen. Okay, nee, das machen wir nicht. Nee, dann spielen wir nochmal... Ja. Dann spielen wir noch ein paar Himmelsteine und nächstes Mal, beim nächsten Stream, fangen wir dann an dieser Tür wieder an, wo wir gescheitert sind vorhin. Ich bin hier, um Himmelstein zu spielen, ja. Ich denke, du wirst feststellen, dass ich ein härterer Gegner bin, wenn ich nicht an Land bin. Das mag sein. So, okay. Keulenmajor. Der Keulenmajor. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Haben wir irgendeinen der drei nach rechts machen können? Nee. Hm. Dann fahren wir erstmal die Verteidigungstaktik hier. Arkeanischer Lanzenreiter. Schauen wir mal, ob die Verteidigungstaktik funktioniert. Spindchen. Ja. Verteidigungstaktik ging definitiv auf. Oh, die war sehr gut, die Verteidigungstaktik. Können wir nämlich zwei auf einmal holen hier. Nice. So. Der kann nämlich jetzt beide gleichzeitig besiegen. Zack, boom. Nice. So gewinnt man Spiele. Außer sie haben Irokesen-Zyklopen. Dann gewinnt man so Spiele nicht. Mmh. Oh, 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 oh. Okay. Direkt ihm einen wegnehmen. Weil der hier bringt uns dann gar nichts mehr, der Dreier. Aber dann können wir ihn den in der... Ja, nee, wenn er den in der Mitte, den Dreier, kann eh keiner schlagen. Dann machen wir das... Machen wir es so. Hauen wir ihn mal den in der Mitte auf jeden Fall weg. Weil er, egal was er oben hinsetzt, dann kann er den in der Mitte, kriegt er auf jeden Fall nicht wieder zurück, weil er keinen Vierer hat. Gehe ich davon aus. Ja, er hat nämlich nur Zweier. Mit Zweiern kann er uns gar nichts. Win, 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 würde ich sagen. So, haben wir den hier hin. Machen wir die Verteidigung noch besser an der Stelle. Ja, da untergegangen ist er. Untergegangen. So. Dreadbeard hier 6 zu 3 vernichtend geschlagen. Stein gesammelt. Naja, immerhin 3 in 2 Richtungen. Also wenn du den links unten hinsetzt, dann ist das Ding echt mächtig. Ich denke, du hast immer noch Anfängerglück. Aber du hast nicht meine besten Himmelssteine gesehen. Also komm wieder her, wenn du eine besondere Herausforderung suchst. Ja.
Verlieren ist die beste Option? Nein, verlieren ist niemals die beste Option hier. Jetzt wird natürlich noch geradet. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit. Danke meinen Moderatoren natürlich für ihre Arbeit. Und möge die Macht mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.